Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Es gibt eine neue Twitch Drops Kampagne vom 12. Februar bis zum 18. März. Könnt ihr durch das Zuschauen bei Livestreams, bei World of Tanks Livestreams auf Twitch entsprechende Marken sammeln und diese dann zum Beispiel für einen von drei Premium-Panzern einlösen. In diesem Zeitraum könnt ihr bis zu 51 Marken sammeln. Die drei 6er Premiums kosten jeweils 35 Marken. Ihr habt also die Option, euch einen dieser 6er in die Garage zu stellen. Unter anderem könnt ihr diese Marken auch bei meinem Livestream sammeln. Den Link dazu zu meinem Twitch-Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung und im ersten angepinnten Kommentar. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir einen Follow dalasst. Zur Auswahl stehen der Stritzwagen M4247 ALTA2, den wir uns heute anschauen, den Pudel und den Skoda T40, und ich will euch in diesen Videos so ein bisschen ein Gefühl dafür geben, welcher Panzer denn für euch geeignet sein könnte. Wenn ihr natürlich schon einen der drei habt, dann ist das natürlich ein bisschen extra für euch dann einzuordnen. Dann müsst ihr euch dann halt schauen, welcher der anderen beiden eventuell eine Option ist. Den Link zum Artikel zu der ganzen Kampagne, wo alle Infos nochmal drin stehen, packe ich euch auch mit unten in die Videobeschreibung. Wir starten hier mit dem Stritzwagen. Einem 6er Medium schwedischem Autoloderpanzer, eine 7,5 cm Kanone, 4 Granaten im Clip. Der Clip braucht zum Nachladen 16 Sekunden. Intra-Clip-Zeit sind 2 Sekunden, Genauigkeit 0,35 bei 2,3 Sekunden Einzielzeit. Klingt alles erstmal ganz nice. Potenzieller Clip-Damage 600 bei 150 Alpha pro Granate. Die Durchschlagswerte von 148 Standard-AP und 190 Premium-APCR sind auch erstmal soweit in Ordnung. Natürlich ist die DPM auf diesem Fahrzeug nicht die allerbeste. Das ist in der Regel fast immer so bei Autoloder-Panzern. Und man muss natürlich immer eine Strategie haben, wenn der Clip gerade nachgeladen wird, wo man sich dann hinverzieht, beziehungsweise dass man in dieser Zeit nicht alleine irgendwo rumsteht. Denn da wird man natürlich gerne mal weggepusht. Die Mobilität, wenn man sie in den Vergleich setzt mit anderen Mediums auf der Tierstufe, ist, ich will nicht sagen eingeschränkt, sie ist aber auch nicht die beste. Er hat gerade mal einen Topspeed von 45, den schafft er immerhin auf mittleren und auf harten Böden. Er hat aber ein eingeschränktes Leistungsgewicht von 14,04 PS pro Tonne. Und insgesamt ist das halt dann, ja, nicht, also es ist kein Cromwell. Fassen wir es mal ganz einfach zusammen, das ist kein Cromwell. Und tatsächlich ist der Pudel, wenn es um die Beschleunigung geht und um Topspeed, ist der Pudel besser als hier der Stritzwagen. Dafür ist der Pudel mit den Drehfreudigkeiten nicht ganz so gut. Das Fahrzeug hat aber zwei Probleme, an denen es krankt. Es sind einerseits die Softstats auf der Kanone, die auch im 6er-Bereich, im Medium-Bereich nicht wirklich gut sind. Hier spielt er im Medium-Bereich eher in der unteren Hälfte mit. Der Skoda T40 kommt hier auf ähnliche Gun-Handlings-Werte. Das macht nicht wirklich Spaß. Das heißt, man muss schon relativ nah an den Gegner ran. Dazu kommt, dass der Intra-Clip-Reload kürzer ist als die Einzielzeit. Also das heißt, wenn ihr anfangt, mit dieser Kanone auf größere Distanzen euren Clip rausballern zu wollen, dann müsst ihr im Zweifel zwar noch mal eine kleine Pause machen, damit die Kanone entsprechend wieder einzielt. Das zweite Problem, was das Fahrzeug mit sich bringt, ist, dass es einen Wiegeturm hat und dementsprechend Gun Depression, aber auch Gun Elevation Probleme hat. Wir haben hier 6 Grad Gun Depression gerade mal und wir haben nur 12 Grad Gun Elevation. Also auch nach oben wird es dann tatsächlich schwierig für dieses Fahrzeug. Die Sichtweite von 350 Metern ist jetzt auch im 6er Medium-Bereich eher eingeschränkt. Dafür bringt er einen einigermaßen brauchbaren Tarnwert mit. Über die Panzerung brauchen wir nicht wirklich zu reden, denn die ist im Grunde nicht vorhanden. Wenn es um das Mannschaftsleveln geht, ist er tatsächlich für die High-Tier-Schweden-Mediums sehr gut geeignet. Da nützen einem nämlich der Achter oder die Achter, die es da so gibt bei den Schweden, nämlich nichts. Er hat einen Kommandanten, der gleichzeitig Funker und Ladeschütze ist. Er hat einen Richtschützen, der Ladeschütze ist. Und er hat einen Fahrer. Und das ist im Grunde genau das Crew-Layout, was hier auch bei den High-Tiers der Schweden-Mediums findet. Bei den Field-Mods gibt es mehr PS, das heißt besseres Leistungsgewicht und mehr Drehfreudigkeit, was gerade beim Leistungsgewicht im Fahrzeug hier ziemlich zugute kommt. Seine primäre Eigenschaft ist also sein Autoloder. Wenn man sowas mag, dann
sollte man durchaus darüber nachdenken, wenn man ihn jetzt einordnen müsste bei diesen dreien, wenn man alle drei noch nicht hat, also Stritzwagen jetzt hier, Pudel und Skoda T40, dann würde ich ihn hier an der zweiten Stelle einordnen. Tatsächlich kann man sich aber auch, ich weiß, dass es Liebhaber für den Skoda T40 gibt, da auch streiten. Also ich sage mal, Skoda T40 und Stritzwagen würde ich auf eine Ebene setzen, einfach den Liebhabern des Skodas ein bisschen entgegenzukommen, wobei ich persönlich dem Stritzwagen ein bisschen den Vorzug geben würde im Vergleich zum Skoda T40. Den Pudel, um das hier vorwegzunehmen, sehe ich tatsächlich am universellsten auf den ersten Platz. Aber wie gesagt, das kann natürlich auch davon abhängen, inwieweit ihr schon einen dieser Fahrzeuge habt und entsprechend die Auswahl ein bisschen anders aussieht. Ihr müsst euch also bei diesem Fahrzeug eigentlich nur darüber bewusst sein, dass ihr einen Wiegeturm habt. Das ist problematisch, dass ihr eine nicht super krasse Mobilität habt und dass die Gunhandlingswerte auch in Verbindung mit dem Intra-Clip-Reload und der Einzielzeit auf große Distanzen euch durchaus nerven können. Ihr müsst also ein Fingerspitzengefühl dafür entwickeln, wie nah ihr ran könnt. Ihr solltet wissen, ihr bounced nichts, aber ja, zum Treffen muss es dann schon, also kann es schon durchaus notwendig sein. Das, was ich hier in der Runde mache, ist nicht unbedingt der Standard und das muss die Runde dann am Ende auch hergeben, dass man diese Ruhe auch bekommt. Was natürlich cool wäre, wenn er mehr Mobilität hätte, dann könnte man tatsächlich auch so mit dem Autoloader ein bisschen spielen, also an den Gegner ranfahren, Rechtsklick, bam, 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 um ihn rumfahren und dann wieder wegkommen. Ich glaube, das wollte Wargaming genau nicht und hat ihm deswegen diese schon recht eingeschränkte Mobilität gegeben. Aber insgesamt trotzdem ein ganz nettes Fahrzeug. Wenn man sich mit so Autolodern wohlfühlt, dann ist das durchaus eine Option, dieses Fahrzeug sich für die Twitch-Drops-Marken zu holen. Am Ende hier eine recht erfolgreiche Runde. Wir sind jetzt schon bei 3 Kills, haben knapp 1800 Schadenspunkte auf der Uhr und tatsächlich könnte hier noch ein 4. Kill bei rumkommen. Na, den kriegen wir leider nicht. Und den IS-2M, den können wir uns am Ende jetzt hier noch wegsnacken und sichern uns damit den 4. Kill. Wenn wir noch kurz über die Module sprechen, die man einbauen kann. Erster Slot ist Beweglichkeit. Da könnte man jetzt mit einem Drehmechanismus arbeiten oder wenn man von der Mobilität so genervt ist, dort auch durchaus einen Turbolader einbauen. Im zweiten Slot fahre ich das Ding mit einer Optik und im dritten Slot eine Lüftung. Einfach um die Sichtweite, die einigermaßen mäßig ist, noch ein bisschen auf ein brauchbares Niveau zu bringen und die Lüftung dann einfach für die Kanone und für den Clip Reload. Das ist ja am Ende eine zweite Klasse mit einer Levaslayo-Medaille. Wir machen 1800 Schadenspunkte bei 4 Kills. Das reicht noch nicht mal für 1000 XP-Basis. Dementsprechend auch nur die zweite Klasse. 155 Schadensunterstützung. Wir haben gar nicht so viel gesnipert, wie wir hier sehen. Also nur knapp 600 Damage, der Rest war unter 300 Meter. Und da funktioniert das Fahrzeug immer noch ganz brauchbar mit der Kanone. Auf große Distanz habe ich ja angesprochen, Gunhandling, aber vor allen Dingen auch Intra-Clip und Einzielzeit machen euch da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Credits verdient er einigermaßen, 33.000 bekommen wir hier raus und knapp 2.000 Erfahrungspunkte. Ich hoffe natürlich, dass ich euch hier eine erste Richtung für eure Entscheidung geben konnte. Es wird dann in der kommenden Woche noch die Videos zum Pudel und zum Skoda T40 geben. Habt da ein bisschen Geduld, morgen kommt dann erstmal wieder How to Steh richtig. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, wenn ihr noch kein Follower bei mir auf dem Twitch-Kanal seid, schaut gerne mal unten ins erste angepinnte Kommentar. Ich freue mich natürlich drüber. Vielen Dank dafür. Mein Danke geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt Game One, Fan Kulle, Gorwin, Kirtano, Karbein, Heimdall, Rico, Franz, Wolfgang, Roblitz, Jan VG und Bacon und Schnitzel. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher.